Die Duftrebellen. Einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Abend und einen fantastischen Abend. Herzlich willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André. Und dem lieben André. Nein. Achso, ich bin der Julian. Hallo. Hallo Julian. Hallo. Ich bin nicht der Julian. Wie geht's dir, Julian? Auch mir geht's heute ganz gut. Den Gag bringe ich immer wieder, gell? Ja. Finde ich gut. Und irgendwie ist das schon mittlerweile seit 5 Folgen langweilig, aber du hältst daran fest, ja, wie Stalingrad an seiner Zigarre. Wie Stalin an seinem Grat. Wow. Ja. Durchaus. Hätte Stalin eine Zigarre, dann würde er sie wahrscheinlich Grat nennen. André, du kommst ja jetzt nicht mal raus aus der Nummer. Ich finde das gar nicht so schlecht. Juna, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut heute. Schön. Ja, mir geht's auch gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es dir dabei geht, aber ich sehe was. Und was siehst du denn? Du siehst auch was. Ach so. Weil du so geil bist, jetzt sehe ich gerade erst, wenn ich dich angucke, dann habe ich immer von deinem Mikrofonhalter dieses Gummi im Sichtfeld, das dich teilweise verdeckt. Ja, stimmt. Ist gar nicht so schlecht. Ja. Ist Absicht, ja. Können wir gerne so lassen. Habe ich gar keinen Bock drauf, dass ich hier voll zu sehen bin. Bin. Ja, was ist neu? Wir sind wieder zusammengekommen. Richtig. Im echten Leben. Genau. Also möglicherweise hat der ein oder andere Einspieler vor dem Start, für alle Leute, die das gerade auf YouTube gucken, das mittlerweile offenbart. Aber ich habe mich auf den weiten Weg zu dir gemacht, der mittlerweile gar nicht mehr so weit ist. Der ist gar nicht mehr so weit. Du bist ja näher rangekommen, sozusagen. Und auf die andere Seite Deutschlands mehr oder weniger jetzt gekommen. Ja, gezogen. Auf die dunkle Seite, könnte man das sagen? Oder ist es die helle? Das ist die helle. Ja. Oben ist doch voll dunkel, da wo der herkommt. Ja, das stimmt, ne? Winter's coming und so. Ja, ja. Winter ist bleibing. Ne? Winter is bleibing. Ja. In the Nording. Ja. But now we are in the Süding. Yes, but now you are in the Süding und we are now in the Mittel. The Mitteldeutschland. True. Darf man das sagen? Was? Haben wir schon tausendmal gesagt, ne? Wo das ist? In Hessen. Mittelhessen, ja. Das ist immer so geil. Ich sag Hessen und du sagst immer Mittelhessen. Ja, Mittelhessen ist was anderes als hier Frankfurt und so. Ich merke das. Ne? Ja. Aber ganz ehrlich, Hessen ist wirklich schön, muss man sagen. Und Mittelhessen erst recht. Ja, weil wir sind auch sehr nah an Rheinland-Pfalz hier. Ja. Rheinland-Pfalz ist ja auch wunderschön. Das stimmt. Ja. Weil ich muss sagen, also Deutschland ist generell ein sehr schönes Land. Es sei denn, du beachtest Mannheim, Frankfurt und Hannover, die wohl hässlichsten Städte der Welt. Und Gießen. Und what's your personal problem with Gießen? Alter, Gießen, ja, gell? Gießen. Ach du Scheiße. Wenn du schon damit anfängst. Ich hab da ja auch mal studiert, gell? Ja. Hört sich jetzt an, als ob ich da ständig war, aber war ich eigentlich nicht. Aber trotzdem ist Gießen echt sauhässlich, Mann. Hässlichste, ich nenne es mal Stadt. Ja. Das ist so eine große Straße und der Rest ist halt kaputte Wohnung oder beziehungsweise es ist nicht mal kaputt, es ist einfach nur grau. Wie, was ist denn mit dem Bahnhof von Gießen? Oh, das ist nicht so. Nicht so. Nee. Ich muss sagen, das ist mein Problem mit Hannover, Frankfurt und Mannheim. Hässlichere Bahnhöfe hast du nicht gesehen, Julian. Das ist richtig schrecklich. Oh, Frankfurter Bahnhof, das ist ja, da gibt es ja Dokus drüber, gell? Ja. Von daher auch die wie heißt der? Die Straße daneben und die ganzen Fixer rumlaufen. Ey, ich sag dir, das ist so schlimm. Ja. Und also jetzt nichts gegen jeden Hannoveraner, Frankfurter und Mannheimer. Aber wo schöner Bahnhof? Warum keine schöne Bahnhof? Ich weiß gar nicht, warum gibt's. Wobei der Frankfurter Bahnhof, wenn man drin ist, ist der doch ganz nett so, oder? Kommt drauf an. Also ich war jetzt original heute dort. Ja, stimmt. Und ey, überall wird irgendetwas gemacht. Schlimmer als der Kölner Dom. Also du hast das Gefühl, der Frankfurter Bahnhof baut sich rückwärts. Weißt du, der baut sich wieder ab statt auf. Überall hast du diese Gerüste, wo dann irgendwas gebaut wird, aber keine Leute arbeiten. Denn du kennst es ja, wie auf der Autobahn. Du siehst überall Baustellen, aber keine Baustellenarbeiter. Ja, stimmt echt, gell? Ja, so ist es gerade am Frankfurter Bahnhof. Ja, ich war lange nicht da. Zum Glück. Also nicht so schön. Ja. Julian, was wiederum schön ist, das sind unsere Düfte des Tages heute. Oh, das ist ja eine super Überleitung, mal wieder. Julian, was hast du uns denn heute mitgebracht? Und warum? Ich habe heute noch Restparfüm an meinem Pullover. Reste. Ich habe das Ding vor, weiß ich nicht, einer Woche aufgesprüht.
Den Pullover habe ich halt ausgezogen und jetzt nach Woche wieder angezogen. Mhm. Aber es riecht halt immer noch, als ob ich es eben aufgesprüht habe. Und zwar der Duro von Nasomatto. Oh, schöne Marke. Schöne Marke und schöner Duft vor allem. Mhm. Habe ich sogar Komplimente für bekommen auf der Arbeit. Muss Wirklich? Ich dir mal vorstellen. Ja, ja. Wann? Als ich den vor einer Woche anhatte. Wow. Ja, da wurde gesagt, oh, das riecht aber heute mal gut. Ja, und da habe ich gedacht, ja, danke. Weil du wahrscheinlich heute mal... Ja, weil du schon andere Düfte getragen hast. Ich habe schon alles Mögliche alles getragen. Mitgebracht. Da habe ich gleich einen richtig geilen Funfact, den ich dir unbedingt erzählen muss. Ja. Den ich dir noch nicht erzählt habe, weil, wie man uns kennt, kaum sitzen wir beide wieder in einem Auto oder in einem Raum, geht das Gebrabbel los und Parfüm und allem anderen, was uns interessiert. Und dann ist es manchmal echt schlimm, sich zusammenzureißen, die ganzen Sachen für den Podcast aufzusparen. Das haben wir aber heute teilweise geschafft, glaube ich. Ja. Also wir haben nicht das ganze Schwarzpulver in die Büchsen geladen. Nicht den ganzen Tonnerre aus den fünf. Stimmt. Ja. Ja, schöner Duft, der Duro. Ja, auf jeden Fall sehr harzig, sehr, sehr whisky-mäßig und sehr, ich sag mal, penetrant, aber auf eine guten Art und Weise. So, so räucherharzig irgendwie. Oh. Finde ich gut. Oh, finde ich auch gut. Ja, das ist ja schön. Danke. Ja, gerne. Gut. Ein Komplimentgetter wäre auch mein Duft, würde ich behaupten, denn es ist der Dupe eines sehr bekannten Übeltäters, den wir schon das ein oder andere Mal in unserem Podcast hatten. Ja. Allen ist der Begriff Leighton von Parfum de Marley etwas. Und ich habe heute den Dupe aus dem Hause Al-Haramann auf, nämlich den L'Etoile Noir. Lass das mal unsere Praktikantin aussprechen. L'Etoile Noir. L'Etoile Noir. Boah, ich möchte mal wissen, wie die Al-Haramann sagt. Wollen wir das eben mal checken? Dann explodiert das Internet. Wollen wir das mal eben checken? Ich glaube, die sagt den Namen, sagt die noch nicht, oder? Doch, doch. Pass auf, die sagt den jetzt. Oh, jetzt sind wir on the fly dabei. Jetzt sind wir on the fly dabei. Also, festhalten. Ich meine wirklich, ne, jetzt bitte alle festhalten. Julian, du bitte auch festhalten. Ja. Perfekt. Sehr gut, wie du dich festhältst. Alors, mein L'Etoile Noir. Das ist, als ob die Karte erstickt. Das ist. Warte, ich glaube, das ist falsch. Machen wir mal durch. Da, bitteschön, jetzt nochmal. Und los, Monika Babsi. Alhara, mein L'Etoile Noir. Alhara, mein L'Etoile Noir. Ja, gut, besser sagen wir es ja auch nicht, gell? Ich wollte gerade sagen, also sie hat es schon am besten gesagt. Auf jeden Fall, dieser Duft, ein fantastischer Duft. Ich habe heute eine Dupe auf, dessen Kopfnoten aus Mandel, Jasmin und Zypresse bestehen. Wobei ich sagen muss, Mandel, ja. Mandel riecht auch. Mandel riecht man raus. Also das ist wirklich gegeben. Ich habe den Duft vor einer halben Stunde aufgetragen. Die Herznoten Ambra, Zeder und Heliotrop. Da würde ich auch sagen, Heliotrop, Ambra. Heliotrop rieche ich auch. Wirklich? Ja, ja. Ich rieche so, das Ambra. So ein bisschen wie Gurke. Rieche ich überall raus. Aber Heliotrop ist gut. Heliotrop ist gut. Ja. Schön. Ja. So, und dann geht es noch weiter. Jetzt gucke ich mal gerade. Mit der Basisnote Vanille, Moschus und Sandelholz. Sandelholz rieche ich zum Glück nicht so stark heraus, denn das würde mir sofort penetrant unangenehm auffallen. Stattdessen... Ja, ganz leichte Vanille, würde ich sagen. Ja, es hat so einen Vanille-Basis-Touch. Ja, also schöner Duft, der mir gefällt. Allerdings muss ich gestehen, der erinnert mich jetzt nicht wirklich an den Leighton. Hm. Also wie gesagt, mir wurde der so verkauft. Also glaube ich das jetzt? Das ist so geil, wie du gerade guckst. In dem Moment, wo Julian das sagt, dreht er so den Kopf von links nach rechts, wie in so einem Film. Und du merkst richtig so, der Protagonist hat an dieser Stelle seine Aussage getätigt. Und er bleibt dabei. Punkt. Hammergeil, hammergeil. Und ich habe den Leighton ja auch gar nicht so oft gerochen. Aber so, der ist mir schon so in Erinnerung geblieben im Prinzip. Mhm. Ja, so dieses... Sag ich mal, erhabene Süße, was aber nicht so pappig süß ist. Ja, das ist nämlich genau mein Problem damit, weil ich finde, der Leighton ist nicht so süß wie der L'Etoile Noir. Ah. Der Leighton hat eher sowas, ist die perfekte Mischung aus frische Duft und Komplimentgetter, wenn du unterwegs bist, so dressed oder eben für die Arbeit. Und der hier ist eher so, weiß nicht, sitzt mit deiner Freundin auf der Couch. Und willst irgendwie Kompliment gerade haben. Nicht, dass jetzt. Ich möchte damit jetzt nicht abwerten, dass, wenn ihr mit eurer Freundin auf der Couch sitzt, das weniger Aufwand erfordert, als wenn ihr unterwegs seid. Aber du hast dann schon noch so eine kuscheligere Atmosphäre.
beim Tetuanua. Der ist gemütlich. Ja, genau, der ist gemütlich. So für wenn man halt nicht weiß, ah ja, komm, ich will was drauf machen, es ist gerade schön warm drin, machst den drauf und dann ist gut. Ja. Der wird das gut unterstreichen, so. Würde ich auch sagen. Ja. Aber ein schöner Duft gefällt mir und ist relativ günstig. Ja, ja. Also, ich glaube, so um die 30 kostet das, aber der ist ja sehr oft nicht verfügbar, weil der halt so genannt wird als der Leighton Dupe. Ja. Mhm. Aber ja, wenn du sagst, du hast den Leighton, ja, original ist jetzt nicht. Mhm. Ich habe nur zweimal, dreimal gerochen oder so. Von ja, ja. Ich habe mal so abgespeichert irgendwie. Also, ich meine, das ist mehr, ja mehr hat man richtig. Gut, mehr hat man so verkaufen können, sag ich mal. Gekauft. Ja. Ja, also wenn ihr das Päckchen irgendwo bekommen solltet, dann gönnt euch das Päckchen. Gönnt euch, Junge. Apropos Päckchen. Nein. Julian. Ja? Wir haben heute etwas mitgebracht. Mitgebracht bekommen. Ja, genau. So kann man es eigentlich sagen. Vom DHL-Boten. Ja, der mal gearbeitet hat. Der mal gearbeitet hat und sogar geklingelt. Und was? Ja, ja. Sind die nicht weggelaufen? Doch. Das Paket stand halt dann vor der Tür. Das ist mir letztens auch passiert, bei einem Paket, das gar nicht so günstig war. Vom Inhalt, ja. Werttechnisch. Achso, ich dachte, der Pappkarton war sehr teuer. Ja, der war sehr teuer. Ja. Naja, was soll's. Also, für alle, die jetzt nur hören, ja, wir haben ein Paket hier stehen. Die, die es sehen auf YouTube, sehen es. Genau. Und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja gut, die Podcast-Episode verlege ich jetzt mal und guck mir lieber das Ganze auf YouTube an. Seid ihr sehr gerne eingeladen. Wir versuchen es aber auch für euch plastisch zu erklären. Richtig. Ich glaube, das ist eine unserer großen Stärken. Plastisch. Ne, also plastische Chirurgen gibt es ja schon. Ja. Wir werden plastische Podcastler. Ja. Podcastler beim Erklären von Dingen. Von Dingen, die hier auf dem Tisch jetzt gerade stehen. Ja. Und dann fangen wir mal an. Was sehen wir hier, André? Wir sehen eine wirklich wundervoll verpackte Kleinigkeit, würde ich sagen. Wie groß kann man das ungefähr beschreiben? Es ist ein kleines Päckchen, wie man es vielleicht so von einer typischen Bestellung kennt. Ja, was sind so. Was kann man da bestellen, was ungefähr die Größe hat? Ein Smartphone. Ja, das sind die, ey, tatsächlich, ein Smartphone oder also vielleicht so. Ein Smartphone so wird reinpassen, aber... Sechs CDs aufeinander gestapelt. Das hat schon so ein bisschen größeren Radius, aber geht so in die Richtung CD-Kästchen. So eine CT-Schatulle. Ja, ein bisschen größer noch. Genau, also für alle Zuschauer, die unter 20 Jahre alt oder so sind. Also früher gab es runde CDs. Ja, die hatten noch ein Loch in der Mitte, nicht wie Donuts. Genau. Das Loch war kleiner. Das war nicht zum Essen gedacht, sondern zum Lesen für euer Laufwerk, CD-Laufwerk, das im Computer steckte. Ja. Jetzt ganz viele Fremdbegriffe. Das gibt's heute auch nicht mehr. Ne? Nee, also ja. Man munkelt noch, dass es irgendwo im Schrott Läden, Schrotthöfen, dass es noch so alte, antike, versteckte Überbleibsel gibt. Da kam meine Mutter letztens auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich einen CD-Brenner hätte. Ich habe gelacht. Geil. Ich habe gelacht, sie will eine CD halt im Auto haben. Ja. Aber das ist Wahnsinn, wenn du durch die Läden gehst, es gibt immer noch eine Industrie noch dahinter, ne? Wahnsinn. Ich bin ja auch auf Flohmärkten immer noch unterwegs und habe da auch so Kassetten, diese NC-Kassetten, Leerkassetten, habe ich für einen Euro gekauft und für einen 20 verkauft. Ich weiß nicht, das funktioniert. Ja, ich bin so überrascht. Ich frage mich da auch, ist da der Aspekt, dass es einfach nur Nostalgie ist, so stark, dass die das holen? Oder gibt es wirklich Leute, die das noch nutzen? Ja, gibt es noch. Der Nostalgiefaktor ist ja eh heutzutage sehr, sehr, sehr hoch. Gell? Das stimmt. Da werden wir wahrscheinlich in einer anderen Folge drüber reden, die wir möglicherweise noch in Kürze aufnehmen werden. Ja, möglicherweise. Außer der André kriegt jetzt einen Herzinfarkt, weil er zu viel Süßkram isst. Scheiße. Höchstens riechen. Genau, wir haben nämlich ein Paket zugesendet bekommen, das wundervoll eingepackt ist, in einem sehr schönen Papier, so ein bisschen im Writer-Stil gehalten. Ne? Ja, sieht ein bisschen aus wie so diese Zoologist-Sachen, gell? Das erinnert mich an Zoologist. Ja, ja, das hat so einen alten Touch von so einem schönen weißen Papier, so minimal gebleicht, so ein bisschen gefärbt. Und da drauf sind schön geschriebene Sätze, Wörter, die aber, glaube ich, nicht so richtig zu identifizieren sind. Ich kann es auch nicht lesen. Genau, und das Ganze ist in einer wundervollen grünen Schleife eingepackt, eingebunden. Aber André, sag mal, wer ist eigentlich, woher kommt denn dieses Paket eigentlich? Ja, Julian, ich würde ja jetzt so tun, als wüsste ich das nicht, aber wir wissen es ja mittlerweile. Ja. Denn uns hat eine sehr liebe Zuschauerin ein Päckchen zukommen lassen. Wollen wir sagen, um wen es sich dabei handelt? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Es handelt sich dabei um die 3, 2, 1, Easy.
Easy. Mensch, die Easy. Ja, die gute, die bei uns auch in unserer Formatpremiere dabei war, zugeschört. Genau. Die Easy hatte es ja auch schon damals, glaube ich, angekündigt, dass die uns auch mal was zuschicken will. Und hier sind wir jetzt. Oh, Junge. Ja, was ist dazu besser geeignet als die 99. Folge? Na? Die letzte Folge. Vor dem großen 100-jährigen richtig. Jubiläum. 100-jährig. Ja. Ja, der André, der dreht es jetzt schon schön. Wir haben es versucht, irgendwie schön zu präsentieren, beziehungsweise die Unterlage. Genau. Ist so ein Holzteil. Ja, ich denke, das ist eine Holzscheibe. Genau. Also wirklich wundervoll eingepackt. Ich würde sagen, ich als Mann, ja, der Geschenke einpackt, natürlich über alles liebt. Ich habe über die letzten Jahre auch Fortschritte gemacht, man glaubt es kaum. Mhm. Aber so gut kann ich nicht Geschenke einpacken. Also Respekt, sieht wirklich ja sehr schön aus. Wirklich, ja. Ne, also als hätte jemand schon öfter Geschenke eingepackt oder arbeitet sogar beim, keine Ahnung, Karstadt und packt da Geschenke ein. Hat man ja früher dort auch noch gemacht, ja, als Service. Ja, stimmt, ja. Ja, vielleicht hat die Easy mal Leute beobachtet beim Karstadt, wie sie Geschenke einpacken. Ich nehme das so kein von ein. Klar, Spaß beiseite. Und wir packen das Päckchen heute aus. Ja, du darfst, André. Oh, Junge. Weil ich bin ein bisschen weit weg davon. Genau. Also es bedeutet... Du bist auch ein Mann, du kannst es gerne aufreißen. Ne? Ja. Ach, wow. Okay. Oh. Dead Spirit, where is it coming from? Okay, ich nehme mal die untere Seite. Oh ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. So. Vielleicht sind da irgendwelche Nervengifte drin, weil sie uns nicht mag oder so. Ich verschiebe bestimmt auch schon die ganze Kulisse. Magst du nochmal gucken, ob wir zentriert im Bilde sind? Ja, natürlich sind wir hoffentlich zentriert im Bilde. Ja. So. Und dann sind wir mal gespannt, weil wir gucken uns heute zusammen mit euch dieses wundervolle Päckchen an. So. Ja, der Antritt, der konnte jetzt nicht abwarten, hat einfach aufgerissen, wie ein Verrückter. So muss das sein. Geschenke muss man mit Wonne aufmachen. Ja. Jetzt haben wir hier ein bisschen Kleber, das machen wir jetzt auch noch auf. Hast du denn eine Vermutung, Julian, was da drinnen sein wird? Ich gehe davon aus, Parfüm. Ich gehe davon auch aus. Also es werden wahrscheinlich ein paar Pöbchen drinnen sein. Easy hat uns das damals schon so ein bisschen angedroht. Julian schaut auch schon nach, ob er irgendwas findet. Aber der Antrieb braucht eine Schere. Nein, nein. Nein? Nein, nein, schau mal, ich krieg das hier hin. Oh je. Ja. Schere. Ihr seht das nicht, aber Julian wirft nur eine halbe Sekunde einen Blick da drauf und denkt sich so, nee, 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 nicht mal in einer halben Stunde. Ja. Oh. So. Wir haben ja nicht ewig Zeit hier. Ja. Mein Gott, du bist ein Barbar, weißt du das? Warum? Kannst du auch mal normal sein? Ich versuche das sogar noch einigermaßen schön aufzumachen. So, jetzt haben wir es. Zack. Mhm. So, boah, richtig gut eingepackt hier oben mit so einer schönen Popfolie. Ja. Oh, die will ich haben. Ich will poppen. Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir ein bisschen Arm assen? Nein, das sage ich jetzt nicht. Hier, willst du mal kurz die Folie poppen? Ja, ja. Oh, mach du mal. Ich mach's mal am Mikro. Oh ja. Oh ja. Ah, okay. Und jetzt zeige ich mal in die Kamera. Oh nein, wie süß. Oh, wie süß. Das ich krieg den goldenen Bären. Ich bin der Teddybär. Nein, nein. Hallo. So, also sieht man das in der Kamera? Kannst du noch mal kurz gucken? Mensch, André. So, ja, sieht man. Ist zentriert? Ja, super. Super, gut. Also wir haben hier einen sehr schönen Lindt-Schokoladenbärchen. Einen schönen Lindt-Schokoladenbärchen. So, dann haben wir hier noch... Das ja. Sieht eher aus wie du. Es sieht ein etwas zerknüllter Schneemann von Kinder. Oh, jetzt ist... Oh, oh noch... Ah. Okay. Also ich und Julian werden heute nicht bluten. Ja. In einem Arena-Kampf. Weil ich krieg beide Goldbärchen. Nee, das tust du ganz bestimmt nicht. Oh, ich bin der Weihnachtsmann. Ja, du kriegst auch einen Weihnachtsmann. So, okay. Ja, wir teilen das gleich auf. Wir versuchen das noch zurückzuhalten. Und das Erste, was man bereits sieht, Alter, das... Oh, das da hinten steht was drauf. Das muss ich mitnehmen. Oh, geil, da steht was drauf. Liebe Duftrebellen, herzlichen Glückwunsch zum 100. Es gibt Geschenke. So wie es sich für ein Jubiläum gehört. Ach, wie süß, ey. Oh. Wie ich euch bereits geschrieben habe, danke ich euch von Herzen für alles. Fröhliches Schnüffeln,
eine Zuschauerin, easy. Eure. Also eure Zuschauerin, easy. Eine aber Zuschauer. Das hätte auch funktioniert. Oh, wie schön. Oh, vielen Dank. Ja. Also Black Opium muss ich bunkern. Das muss ich nämlich meiner Partnerin mitbringen. Der ist für dich, ja. Der ist für mich. Oh, das ist ja süß. Okay. Der Rest ist auch schön. Und dann komme ich hier zu etwas genauso wie die Backen. Yo! Okay. Das sind mal Pröbchen. Okay. Heidewitzka. Also da wurde echt. Ja. Wurden keine Gefangenen gemacht. Nee. Ich fange mal an, die alle aufzustellen, ja. Also wir haben hier. Achtung, Julians Endgegner. Oh, was? Wie lustig ist das denn? Aber welcher jetzt? Die Rose oder also der Paco Rabanne? Stimmt, das wären zwei. Ja. Oh, du lebst gefährlich. Dann haben wir hier De Los Santos von Byredo. Oh, cool. Schönes Ding. Den will ich snacken. Gerne. Arte Olfato. Ach, das ist doch der, den sie, glaube ich, gewonnen hat. Ah, von Collar del Sol. Ja, da hat sie was gewinnt. Ne? Genau, das war der, glaube ich. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier denn noch alles? Ich glaube, da müsste auch die Motte dabei sein von Zoologist. Dann haben wir Guess von Seductive Noir. Oha. Und nee, andersrum. Haben... Seductive Noir von Guess. Oder so. Ja. Russisch. Leder. Juchten. Russisch Juchten. Oder Jachten. Zeig mal. Juchten. By the way, easy. Nicht, dass das irgendwie deine Schrift ist, die wir da nicht lesen können. Wir beide sind einfach nur dumm. Sie können Y oder ein J sagen. Y? Ich sag doch. Dann haben wir Russisch Juchten. Oder Russisch Jachten. Ich glaube, die Russisch Jachten, die sind eher so in Monte Carlo unterwegs. Meinst du? Ja. Das kann natürlich sein. Dann Magic Noir von Lancôme. Das ist, glaube ich, für Frauen. Das könnte sein. Lancôme ist doch so für das Frauending. Ja, Julian. Dann ein Duft, der nur für einen von uns beiden sein kann. Nämlich für den Duftrebell Nummer 1. Welcher ist es denn? Dankeschön. Also für mich. Danke, Easy. Es ist die Motte von Zoologist. Oha. Ja, danke, Easy. Freut mich, dass du mir speziell einen Duft vermacht hast. Was steht da? Moss für? Für Duftrebell Nummer 1. DR Nummer 1. Aber wer ist denn das jetzt? Ja, natürlich ich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann haben wir hier die Divine 310 Om. Ist das vielleicht ein Dupe, so eine Dupe-Firma? Weil die haben ja immer so diese Zahlen. Das so. Könnte sein. Wäre natürlich gespannt, den mal gleich zu riechen. Ne? Ja. Und dann geht es weiter mit Moff für Duftrebell Nummer 1. Nee. Doch. Also ist jetzt kein Witz. Das ist zweimal vorhanden. Fesseln wir beide die Nummer 1 und das will sie uns damit sagen. Julian. Das wäre doch... Oh. Oh Gott, wie goldig. Heute gibt es doch kein Blutvergießen. Ja. Das ist ja süß. Arma auf Club de Nuit Intense Woman. Tatsächlich wollte ich den meiner Partnerin mal besorgen. Deiner Partnerin? Ja, meiner Freundin. Ich wusste nicht, Partnerin, Freundin. Partnerin. Ja. Partnerreundin. Auf jeden Fall würde ich mir den auch sogar dann mopsen. Mhm. Cool. Von ihr dann. So, dann TF Black Orchid von... Tom Ford. Ja, genau. Nicht der Nee. Das steht für Tom Ford. Ja, nicht das andere von Tom Ford. Und der letzte Nomad von Chloé. Ah ja, Chloé Nomad. Aha. So. Sehr schön. Schön. Ey, es passt auch perfekt auf unsere Präsentationsplattform. Ja. Die ein Holzring ist. Eine Holzscheibe, sagt man dazu. Kein Ring, André. Du bist auch so ein Ring. Du hast Ringe. Ja, du gleich auch unter den Augen. So, ich schiebe das alles mal schön zusammen. Sehr schön. Boah, easy. Vielen, vielen lieben Dank. Auch von mir vielen Dank von Duftrebell Nummer 1. Von Duftrebell Nummer 2. Also ich bekomme Julian. Dann beide Male die Motte, das ist super. Ich glaube nicht. Aber jetzt bin ich gespannt. Jeder darf sich abwechselnd einen raussuchen, den er riechen darf. Ja. Du als Duftrebell Nummer 2 darfst gerne starten. Gut, da bin ich ja die Nummer 1. Also dementsprechend bitte meinen Endgegner, den würde ich gerne mal riechen. Ja. So reiche er mir. So reiche er mir.
Okay, ich glaube, also, es ist die Rose. Es könnte sein, irgendetwas mit Rose. Nee, nicht auf irgendwas anderes, nein. Ja, aber es gibt da noch mehr zum Testen, da brauchst du doch... Kannst du mir das Papier da reichen? Weil ich kann ja nicht alle Düfte auf mich sprühen. Ich sehe gerade original, wie Julian sich schon denkt, wie er da rauskommt, dass er sich das nicht auf die Haut raufsprühen muss. Ja. Julian, wenn du wirklich der Duftrebell Nummer 1 sein willst... Ich bin der. Nee. Feige. Mich gab's schon. Da warst du... Da wusstest du gar nicht, was Parfüm ist. Ja, aber ich habe zu dem Zeitpunkt bereits... Der Sprüher war sehr... Ihr müsstet das sehen, ne? Julian sprüht das so drauf und wie so eine Explosion. Und Julian zuckt auch so zurück, als würde so ein Erdbeben ihn gerade durchwuchten. Oh. Ich riech auch mal. Es ist... Ja, es ist sowas von mit Rose. Aber... Ja, du bist zum Glück mit Hose, André. Aber Rose jetzt. Ist... Ey, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ne? Es ist wieder so eine frischere Form von Rose. Es ist nicht diese penetrante, nervige. Und es ist nicht so eine von Oud durchgebombte Version. Wobei es sein kann, dass da irgendwas leicht Animalisches drinnen ist. Ist da doch ein bisschen Oud drinnen? Glaube ich nicht. Oud ist ja auch nicht animalisch. Naja, aber es geht schon so in diese Richtung. In diese muffige, starke, dichte Richtung. Das ist halt schon so eher das Gegenteil zu einem Cologne. Also, ich finde gar nicht schlecht. Da müssen wir jetzt mal nachhören, was das für einer ist. Ja, also der Duft, der ist schon leicht grün. So frisch grünlich. Auf jeden Fall Rose enthalten. Rose und irgendwas Zitrisches. Willst du mal einen Tipp abgeben? Welcher Duft das ist? Ich hätte nämlich jetzt einen Gedanken. Weil wenn... Ich bin irgendwie bei Penhaligans, ich weiß nicht warum. Mhm. Oh, das ist gut. Das ist nicht mein Endgegner. Lass mal tauschen. Ja. Auf dem Papier ist er doch nochmal ein bisschen anders als am Zerstäuberkopf. Mhm. Minimal nur. Ja, du hast recht, auf dem Papier hat er so eine leicht zitrische Note drauf. So einen zitrischen Abgang irgendwie. Ja. Im Hintergrund. Finde ich gut. Ey, da easy, du schreibst mir unter uns bitte mal, okay, was das ist. Möchtest du den auftragen? Nee. Finde ich gut. Nein, aber Julian hat recht. Der ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich hätte tatsächlich jetzt auf Eros getippt. Von Gyptik, ja. Kann das die Toilette oder die Toilette-Variante sein? Boah. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das Problem ist... Du hast das doch, gell? Ja, ich und Julian sind jetzt auch nicht so stark im Game drinnen, was Rosendüfte angeht. Das muss nichts heißen. Aber ich finde ihn überraschend gut. Gar nicht so schlecht. Die beste Rose, die ich bis jetzt gekocht habe. Ja, gar nicht so schlecht. Den stellen wir mal nach hinten. Dann geht's jetzt weiter. Ich möchte nämlich jetzt auch einen Duft ausprobieren. Und ich werde uns mal stellvertretend... für das Interesse, das wir beide vorhin in diesen hier hatten, werde ich uns den mal raussuchen. Divine oder Divin 310 Homme. Homme. Das können wir auf Französisch. Oh. Mhm. Oder du guckst, als ob es ein fieser Duft ist. Ja, ich war. Es gibt so Düfte, die kannst du nicht zuordnen. Mhm. Ja. Soll ich mal? Wie sprühe ich? Du drückst drauf. Aha. André ist begeistert. Ich sehe es schon. Sehr saurer Einstieg. Mhm. Süß-sauer. Hat so eine leicht kirschige Note. Aber deswegen 310. Das ist die auf der Speisekarte vom Asiaten. Süß-sauer. Nicht diese süß-sauer. Ja. Interessant, ich gebe ihn auch mal Julian. Aha. Alter, das... Ich kenne den. Der ist weg. Wie? Ich rieche ihn nicht mehr. Zeig mal. Der ist weg. Doch, der ist noch da. Aber du bist gerade in dem Moment duftblind geworden. Alter, ich rieche da so wirklich so ein paar Mal dran und plötzlich denke ich mir so, riecht nur noch Papier für mich. Nach diesem typischen Bastelpapier, was so dieses Klebeanteil dufttechnisch in sich trägt. Der erinnert mich ein bisschen an
so eine Leighton-mäßig. Ja. Ein bisschen auch mandelig. Da ist ziemlich viel Mandel drin. Genau. Also für Leute, die unseren Podcast verfolgen, wenn wir jetzt von Kirsche reden oder so im Sinne so was Saures mit einer leichten Süße drinnen, dann darf man jetzt nicht an den Transsilvanier denken. Nee. Der ist nämlich viel zu stark dafür, weil da ist es so eine sehr eiserne, starke Kirsche. Ja. Hier ist das wirklich sehr fruchtig, sehr locker. Ja, es ist so ein bisschen marzipanmäßig. Genau, richtig. Ja, marzipanig. Interessant. Ich muss sagen, gefällt mir. Würde ich jetzt selber nicht tragen, würde ich jetzt auch nicht, weiß ich nicht. Wiedererkennungswert würde ich es jetzt nicht sagen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der jetzt hier so riechen wird. Dementsprechend muss ich sagen, überzeugt der. Schönes Ding. Also, das ist auf jeden Fall ein Duftzwilling. Von? Ich gucke gerade. Versuch du mal irgendwie zu überbrücken. Mit sehr gerne. Eloquenten Art. Ich muss sagen, 310 Om von Divin oder Divine, gefällt mir sehr gut, ist schon so ein blumig-süßer Duft, so würde ich ihn beschreiben. Hat so eine sehr angenehme Säure drinnen. Ich kann das schwer beschreiben, aber für Leute, die beispielsweise Kirschen mögen, gerade weil sie so einen sauren Touch haben, oder die zum Beispiel auch Äpfel eher grün-säuerlich mögen, statt saftig-süß, das geht so in diese Richtung. Also das gefällt mir sehr gut. Das ist so eine Säure, so eine Sauerkeit, die dieser Luft in sich trägt, die mir sehr gefällt. Also, ich war ja schon bei Parfüm de Mali eben mit Leighton. Es, oh! Es soll der Herod sein. Alter, ja. Ja. Da ist wirklich, da ist was dran, aber der ist viel luftiger, viel leichter als der Herod. Ja. Der Herod hat im Original so eine Wuchtigkeit, die mir gefällt, ja, die dich überfährt. Die hat der hier nicht. Ja, der soll auch nicht so lange halten hier, der. Habe ich jetzt gelesen beim Kommentar. Nee. Also, wie gesagt, bei mir nach 5-mal riechen war der nicht mehr auf dem Papier zu riechen. Aber es hat mich halt sehr stark an diese, sag ich mal, DNA von den Parfüm de Mali-Sachen, Herod und Leighton, die beiden, ich kann die auch nicht gut auseinanderhalten, ehrlich gesagt. Ja, die gehen ziemlich in dieselbe marzipanige Zimtrichtung irgendwo. Nein. Ja, doch schon. Nein. Doch schon. Also da redst du gerade, nein. Gleich hast du eine Nasenfraktur, weißt du? Einfach nein, Julian. Also, kannst du auch mal meine Meinung bitte hier tolerieren? Nein. Akzeptieren? Julian, du darfst den nächsten Duft aussuchen. Du bist so ein Stück. Ja. Ich will den Byredo. Das ist so, der hier. Ja, genau. De Los Santos von Byredo. Den würde ich mir sogar auf die Hand sprühen jetzt. Mache dies bitte. Oh. Wenn man jetzt hier so dran riecht, riechst du mal bitte dran. Das riecht sehr nach diesem Plastik. Nach diesem Plastik. Ich habe sogar was ganz anderes gerade im Kopf gehabt. Was? Dann hat es wieder ein bisschen was von Bahnhofsklo. Ja, das hat so diesen... Das hat so einen leichten Hyrax-Anteil. Also so, wo das Ding ist halt, ich kenne das, wenn du halt einmal gesprüht hast bei diesem Plastikzerstäubern, ja, dann fängst du so an zu riechen. Gell? Genau, die Problematik ist nämlich, dass diese Plastikzerstäuber so einen ganz komischen, plastischen, chemischen Geruch an sich haben. Sehr künstlich. Den riecht man da leider so ein bisschen mit. Julian sprüht sich gerade den Duft auf, guckt mich an und der Blick sagt mehr als 1000 Sprühstöße. Das riecht original wie... Oh! Geh mal an meine Hand. Ja. Alter. Das war doch nicht das Plastik. Hä? Es riecht wirklich wie so ein Hustensaft bisschen. Wie so was Medizinisches. Ja, aber wo dann irgendwie noch so die Urinprobe vom Baby gemacht wurde nebenbei und da ist was übergeschwappt. Oh nee, Entschuldigung. Aber interessant. Entweder ist es wirklich der Zerstäuber an sich oder es ist der Duft von Byredo. Nee. Das hat was unangenehm Muffiges, Animalisches. Salbei ist da drin. Ah, das kann sein. Ja. Ja, ja, das hat so diesen medizinischen... Ja, ja, doch, da hast du recht. Stimmt, macht Sinn. Oh, das geht sehr in diese Salbei-Richtung. Ja, gerade Salbei-Tee, ne? Ist da so ein minimales, auch dann so was Lakritziges, was da so mit bei ist? Ja, ja. Ja, 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 das, ja, das, was so ein bisschen... Lakritziges ist da auch mit bei. Ja, ja, doch, ja. Stimmt. Oh, nee. Also, oh, interessant. Muss man, glaube ich, drauf stehen. Ja, also der geht jetzt schon so langsam weg, glaube ich, von
dieser Salbeinote. Ja. Ich rieche ab und zu noch dran und sage vielleicht später nochmal was dazu, wenn es sich mehr gelegt hat. Tue dies. Währenddessen werde ich nun den nächsten Duft greifen und das wird kein anderer sein als das russisch Juchten mit dem Upsilon. Das Upsilon. Das Y. Den möchte ich jetzt riechen. Ja. Der wird, oh nee, ey. Der wird dir gefallen, Julian. Der wird dir gefallen. Ja. Oh, der ist gut. Das heißt übrigens Juchten mit J. Oder Juchten? Oh! Ich glaube, der ist stark. Ne? Ich habe einen Anfall von Moncherie. Moncherie? Mhm. Nee. Im ersten Sprühstoß. Ist ein bisschen alkoholisch. Oh, der ist sehr... Der ist Vintage. Der ist richtig Vintage. Ja. Der riecht richtig wie so ein 80er... So ein richtiger... So ein leichter Powerhouse. Ja. Also ich muss sagen, sehr interessant. Gefällt mir. Der hatte auch am Anfang... So eine ganz leichte Moschusnote, die mich ein bisschen Richtung Zoologist erinnert hat. Also geht jetzt aber stark davon weg. Geht wirklich in Richtung Powerhouse. Bei mir geht es richtig in die Davidoff-Richtung irgendwo. Ja. So ein richtiger 80er-Jahre Davidoff-Chypre. Ja, ja. Der hat auch am Anfang sowas Wuchtiges wie der, den du mir mal gezeigt hast. Der war das denn nicht der Lubin, sondern dieser typische Powerhouse-Duft mit diesem geilen Griff, Ledergriff-Flakon, den du mir mal gezeigt hast, mit dem goldenen Deckel. Wie hieß der noch gleich? Ledergriff, da kommt mit goldenen Deckel. Ja. Kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Zeig mal das Blatt, wie es da riecht. Oh, der gefällt mir. Hm. Oh, der ist wirklich... Ja. Das ist so ein richtiger, so ein Kindheits-Opa steht im Bartduft. Ne? Ja. So was. Ja, der weckt wirklich Erinnerungen. Ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Leder, da ist was Ledriges mit bei. Das erkennst du auf jeden Fall wieder. Schönes Ding. Oh, der gefällt mir. Also, liebe Isi, der hier überzeugt uns. Duftrebell Nummer 1 und Duftrebell Nummer 1. Gut. Ist von Hachi Lehmann. Ah, den kennen wir. Da ist ja der Inhaber jetzt letztens gestorben. Ruhe in Frieden. Der, ich glaube, es war nicht der Hachi Lehmann, sondern sein Sohn, glaube ich, der gestorben ist. Der hatte das ja fortgeführt, das Haus. Ist schon sehr classy. Ne? Sehr klassisch. Schöner Duft. Und jetzt, es hat sich schon ein bisschen gelegt, muss ich sagen, der Los Santos. Er gefällt mir jetzt besser. Weil der riecht jetzt wie diese getrocknete Pfirsichen. Sag mal so, getrocknete Pfirsichen. Nee. Die getrockneten 40, die man so aus der Tüte rausholen kann. Und weißt du, so ein bisschen dieser, wo die Rosinen dabei sind und Nüsse und so. Und da sind auch irgendwelche anderen Früchte dabei. Studentenfutter. Ja, riech mal dran. Das riecht wirklich so jetzt. Ja, stimmt. Das hat was rosinig. Au, aber richtig kernig Rosine, hör mal. Ja, so richtig kernig 40-mäßig. Jetzt, ey, ich rieche auch den Salbei nicht mehr. Jetzt gerade, muss ich sagen, dieser Rosinen... Akkord gefällt mir, der da drin sich bemerkbar macht. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Also nein, aber ja, besser. Aber die Kopfnote eben, die, ey, das war ja schrecklich. Das war schlimm. Die ist, oh, gut, gut. Ja, du darfst dir den nächsten aussuchen. Was möchtest du haben? Ich will die Motte jetzt. Du möchtest die Motte. Ich habe mir nämlich auch gedacht, wer von uns beiden würde sie sich jetzt greifen? Möchtest du die linke oder die rechte? Das ist mir egal. Ene, mene, miste. Es rappelt in der Kiste. Linke, komm, gib's dir einfach her. Dann von dir oder? Halzen. Jetzt bin ich gespannt. Ich hatte den ja auch, gell? Aber ich weiß nicht mehr, wie er riecht. Der kommt auch. Übrigens, Julian sprüht sich den kleinen Zerstäuber so auf, wie man es macht als jemand mit Wurstfingern, wo ich mich auch dazu zähle. Einfach mit dem Daumen. Also so. Ja, wie willst du halt auch mit den Fingern das machen? Wenn du nicht gerade Finger hast wie ein Kind. Der war das, ja. Ich erinnere mich. Oh, der ist ja echt. Ich glaube, er ist gut. Soll der ich dir ist was interessant. Sagen? Ja, soll ich dir was sagen? Ich sprühe ihn jetzt auch auf, aber ich kenne den Duft mittlerweile. Was? Ich habe vor einiger Zeit ebenfalls die Möglichkeit bekommen, die Motte zu schießen. Hast du den dabei? Nein, leider nicht. Ah.
Aber ich muss sagen, ich habe die Motte dann auch gerochen, das erste Mal. Ja. Alter, die gefällt mir richtig gut. Mhm. Sie geht nämlich sehr stark neben der Zierwettkatze von Zoologist in so eine Richtung von Zoologist, die mir sehr gefällt, die so diesen Patchouli-Vibe in sich trägt. Aber kombiniert mit, würde ich sagen, gerade bei der Motte, mit mehr so einem... Dieser Duft, der ist so schillernd. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Der vibriert so, der hat so was Schillerndes. Wenn ich den rieche, denke ich sofort an die Farbe Lila. Echt? Ja. Ich kann nicht beschreiben, warum, aber ich denke sofort an Lila. Okay. Aber auch an Patchouli. Ja, Patchouli ist tatsächlich sehr vertreten. Und ich liebe Patchouli. Ich habe also auch nochmal aufgesprüht. Oh ja, oh. Die gefällt mir. Ich glaube, die hat mich damals nicht abgeholt so richtig, weil das irgendwie... Ich habe mir irgendwie was anderes vorgestellt, aber mittlerweile ist die sogar ein tragbarer Zoologist. Ja, würde ich auch sagen. Also ich muss wirklich sagen, sehr angenehm. Die steigt sehr stark ein. Die hat auch so eine kleine Wuchtigkeit, die dich am Anfang so ein bisschen anrempelt. Ja. Gut, wie so eine Motte, die ins Licht fliegt. Ne? Muffig ist sie, das muss man sagen. Mhm. Ja, aber also nicht so stickig muffig. Nee, genau. Ähnlich eben wie der Körper einer Motte, so dieses leicht fällige, ja, weiche, ja, genau, aber keine langen Härchen. So. Ja. Ne, also schon eklig, aber nicht unangenehm eklig wie bei so einer Tarantel oder so. Vogelspinne, ja. Ja, genau, habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, schöner Duft. Vielen, vielen lieben Dank. Und auch hier Heliotrop. Ich riech's raus. Echt jetzt? Ich habe es jetzt am Finger. Auf der Haut ist der wirklich nochmal ganz anders, der Duft, ne? Oh, ich muss echt mal für mich so den Referenzduft für Heliotrop suchen. Muss ich gestehen, habe ich bisher noch nicht. Das ist wirklich das Teil hier. Riecht wirklich wie so putrig, staubig. Ja, ja. Wie als ob die Motte irgendwie ihren Staub da von ihren Flügeln schlägt. Oh ja, sehr gut beschrieben, das finde ich auch. So in der Art. Und wie gesagt, das Heliotrop, das kommt bei mir voll durch. Ich weiß nicht, warum. Oh, schön. Schön. Gut. Ich greife mir den nächsten. Und zwar ist es jetzt der Club de Nuit Intense Woman von Armour. Ja. Den will ich unbedingt austesten. Ohne Wurstfinger. Ja, bei dem geht das irgendwie mit dem... Gerade noch so. Also siehst du, wie ich den halte, ne? Das ist auch schon so sehr klobig. Oh, ich riech es sogar von bis hier. Der ist, glaube ich, echt intens, oder? Kann das sein? Ja. Zeig ich mal. Hm. Oder. Kommt da jetzt schon langsam so eine Duftblindheit rein? Dadurch, dass wir schon so viele Düfte gerochen haben? Nee. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich finde den hier, der ist sehr angenehm. Wenn ich noch das richtig im Kopf habe... Ja. Habe ich gesehen, dass bei der Woman-Variante von Club de Nuit Rose drin war. Rieche ich hier? Gerade nicht raus. Gib mir mal das an den Streifen. Gerne, wir tauschen mal. Ich muss sagen, wahrscheinlich nicht so stark. Doch, hier riecht es. Ja. Naja. Nicht so stark, aber ganz leicht. Oh, okay, hier gefällt... Scheiße, da gefällt mir die viel besser. Am Zerstäuberkopf, am Kopf. Wo wirklich dann noch so ein bisschen das frische Puche dran ist. Das Liquid, mehr oder weniger. Ja, aber riecht so. Die besser wie auf dem... Papier. Ah, keine. Das ist die Rose, die mich nervt. Ist die nervige Rose. Ich muss auch sagen, wäre jetzt kein Duft zum Beispiel, den ich an meiner Partnerin riechen wollen würde. Ja. Ist jetzt aber nur meine subjektive Wahrnehmung. Es kann zum Beispiel sein, dass es Leute gibt, die damit dann eher was anfangen können. Der ist halt ziemlich laut. Also der will halt auch auffallen hier, der. Ja. Ne? Der will wirklich so, du gehst in den Club scheinbar rein und dann, ne, so. Es riecht jetzt so. Ja, nach diesem Teil. Weiß ich Bam, es riecht jetzt nach mir. Ja. So. So. Julia, du darfst dir den nächsten Duft aussuchen. Was haben wir denn? Soll ich mal schauen? Wir halten hier noch von Arte Olfato. Ja, den will ich. Ja. Ja. Den Easy gewonnen hatte. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der kommt jetzt aufs Handgelenk. So. Oh. Ich guck gerade so, weil es mich an was erinnert. Der Lignum Vitae bisschen. Was? Der hat diese
diese Zitrushaftigkeit mit Keks. Mm, da ist was Kribbelndes drin, ja. Oh, dieses, ja. So was Plätzchenartiges. Ja, ja, genau. Schön. Oh, der ist gut. Oh. Der, okay, Moment. Oh, ich hab, verdammt, ich hab jetzt gerade ein bisschen was an meiner Nase. And this is how it started. Ups, da war es an meiner Nase. Wo ist das jetzt her? Hab ich erfunden. Ach so. Du bist ein Ingenieur. Unsere eigene. Du bist ein Tüftler. Der gefällt mir. Mir auch. Wie heißt der? Zitronenplätzchen. Pass auf. Und zwar Cola del Sol. Und auf Deutsch? Arte Olfato, Cola del Sol. Cola del Sole. Ja. Wie schreibt man das? C-O-L-A-R-D-E-L-S-O-L-E. Sag doch einfach wie Cola. Ach, Kala. Hier steht Kala. Der Tisch hier aber schräg in dein Gesicht. Der heißt Kala, nicht Cola. Der heißt Kala, nicht Cola. Ey, du kannst einfach nicht lesen. Du bist nicht nur duftblind, du bist einfach nur blind. So, drin ist Zitrone, Bergamotte, ja, das ist klar. Ja. Orangenblüte. Amber, Jasmin, Moschusnoten, Vanille und Kaschmirholz. Was macht jetzt, Alter, was macht jetzt diesen Keks-Vibe? Das Kaschmirholz, glaube ich, wäre vielleicht eine stellvertretende Alternative für den Lebensbaum. Mhm. Für das Guayak-Holz. Ja. Kaschmirholz gefällt mir aber, ja, der Gedanke daran. Alter, das ist jetzt gerade wirklich ein Parfum, das mich auch wegen seiner so wegen dem Inhalt abholt. Da ist gleich so eine Art, eine Geschichte drin, die du dir vorstellst. Der ist schön. Boah, das ist mein Highlight bis jetzt. Also um den müssen wir, glaube ich, kämpfen. Da bleibt der Arena-Kampf heute nicht aus. Oh. Wahnsinn. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Boah. Das könnte ich mir vorstellen. Sommer ist ja jetzt vorbei. Ja. Aber den im Sommer, ja, so als Daily Sommerduft. Ey, das ist immer noch der perfekte Herbstduft. Herbst? Ja, ja. So schön Plätzchen, wenn die ganze Plätzchenzeit anfängt. Ja gut, dafür ist ja Lignumitee da eigentlich. Der hier ist halt mehr zitrisch. Lignumitee ist halt so mehr dieses kribbelige, Meeresbrisenmäßig. Ja, das stimmt. Aber der hier ist halt mehr Zitronenbaum irgendwie. Boah, er ist saugut. Ja, der bisher auch mein absolutes Highlight. Das ist wirklich, vielen Dank dafür. Und jetzt bin ich ein bisschen neidisch, dass du den gewonnen hast, Easy. Und dass ich ihn bekomme. Nee. Wir machen ein Wettessen heute. Schnick, schnack, schnuck. Ja, okay. Wir tun das wie richtige Männer. Mach mal hier vor der Kamera. Ja, jetzt. Wie richtige Männer. Okay. Wir regeln das jetzt, Julian. Jetzt oder nie. So. Bist du bereit? Dreimal, oder? Genau. Wer dann 3 Punkte hat, gewinnt. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. 1-0 für mich. Scheiße. Schnick, schnack, schnuck. 1-1. Schnick, schnack, schnuck. 2-1. Schnick, schnack, schnuck. Ja. Er ist mir. Julian hat ihn offiziell gewonnen. Naja, was soll's. Dankeschön. Duftrebell Nummer 2, gebe ihn mir her, bitte. Wie? Also bekomme ich den jetzt, weil ich ja Duftrebell Nummer 1 bin. Also, der nächste. Magic Noir von Lancôme. Magic. It's a kind of magic, magic. Oh, nicht schlecht, Julian. Ja. Bist doch nicht ganz zurückgeblieben. Ich bin Queen-Fan, okay? Naja. Aber das Lied mag ich eigentlich nicht so. Aber ist trotzdem gut. Wie heißt der? Ich such den gerade mal. Magic Noir von Lancôme. Magic Noir. Oh, der ist sogar älter. Okay. Okay, was passiert? Woran erinnert er mich? Oh, es kommt. Oh, es ist da. Oh nein, das will doch keiner wissen. Alter, der hat so was Interessantes an sich. Sag mir mal. Nimm beide meinetwegen. Mir liegt auf der Zunge, wie ich den beschreiben würde. Duschgel. Lemongrass. Aber es ist nicht Lemongrass, aber es geht in die Richtung. Weißt du, wie ich das meine? Also ich habe hier die ganzen Duftnoten vor mir, aber... Es hat was Zitrisches, leicht Kribbelndes. Es ist die Bergamotte wieder. Ja. Oh Mann, ich hasse...
Ich, nicht, dass ich Bergamotte hasse, aber ich hasse es immer, dass wenn ich irgendetwas vermute, was in diese Richtung geht, dass es die Bergamotte am Ende ist. Na gut, das ist, Bergamotte ist ja in 50% der Parfüms. Ja, das ist halt das Problem. Noch drin ist die schwarze Johannisbeere, Himbeere, aha, grüne Noten, ja, Hyazinthe, aha, Honig, Iris, Jasmin, Maiglöckchen, Narzisse, Tuberose, Yang Yang, orientalische Rose, Patchouli, Vetiver, Zibet, Bibergeil, Moschus, Eichenmoos, Benzoe. Der ist schön. Der ja, ist schön. Für Freundin oder für dich oder für alle? Also, an meiner Freundin oder generell an einer Partnerin sehe ich den nicht. Ja. Nehmen wir mal an, ja? Rein hypothetisch jetzt nur. Mhm. Ohne dass ich jetzt mich und andere Männer in Schwierigkeiten bringe. Ja. Den würdest du an deiner Lehrerin riechen. Ja. Oh, und die Gott, wäre jetzt in einem Alter, der nicht, oh Gott, schon so Steinzeit und Dinosaurier ist in diese Richtung. Wo geht das jetzt hin? Dann würde ich mir denken, interessant. Punkt. So. Ich weiß nicht, worauf, an was ihr jetzt gedenkt habt, an was ihr dachtet, duchtet. Du, dächtet. Ich weiß nicht, an was ihr gedacht habt, aber nee, also ich würde einen Menschen, der an mir vorbeiläuft und das trägt, das würde ich interessant finden. Der hat was leicht Ruchiges, ne, an sich. Was? Was Ruchiges, so ein bisschen verrucht. Ach so. Also sehr schönes Ding, gefällt mir unglaublich gut. Ja, mir, weiß ich nicht. Ich habe ihn schon wieder vergessen. Ja. Ich rieche immer noch an dem Olfatto, mit dem ich eben gewonnen habe. Ja, so. Es sind noch drei zur Auswahl, Julian. Ja. Soll ich sie mal nach vorne schieben? Ja, bitte, ich sehe es nicht so genau. So, von Tom Ford, Black, gut, den Black Orchid. Orchid kenne ich ja schon. Schon, ne? Ja. Dann Nomad Chloe. Ja. Was? Dann hätten wir noch Guess. Seductive Noir. Komm, ja, ich glaube, das sind alles drei eher für die Damen gedacht. Gib mir mal das Gas. Kannst du es mir auch auf ein Dings sprühen, bitte? Oder mir reichen? Oh, hier am Kopf riecht er schon gut. Der riecht schon mal gut hier. So, was haben wir hier? Oh. Ich glaube, das ist einer der Düfte, die immer wieder von Larif oder so gefaked werden. Der geht so in diese. Warte mal. Oh, der ist schön. Ich glaube, da ist wieder Heliotrop oder Tuberose drin. Eins von beiden. Aber der ist. Oh, das riecht gut. Ich muss sagen, das riecht gut. Gell? Der hat etwas Pfirsich. Artiges an sich. Findest du? So eine sehr leichte Frucht, so Pfirsich, nicht Naschi-Birne, aber es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Was noch? Pfirsich, Naschi-Birne, Aprikose, Clementine vielleicht jetzt eher weniger, weil das geht schon wieder zu stark in Richtung Zitrus. Ja doch, ich würde sagen, irgendwas hat er so in Richtung Pfirsich, Aprikose. Das gefällt mir. Das ist ein sehr leichter Duft. Leicht süß, aber wieder nicht so eine Zuckersüße, sondern eher so eine Blumensüße, die er in sich trägt. Ja, ey. Ich finde den super. Der ist schön. Der ist wirklich ein sehr schöner Damenduft. Sehr schön, sehr bekömmlich, ja. Also, das ist, wenn die Lehrerin nicht so ganz steinzeitmäßig ist, wie du sie beschrieben, genau, hast. Und die hat sowas drauf, würde ich sagen. Dann würdest du mit der auch mal einen Kaffee trinken gehen, um über deine Deutschnote zu sprechen. Über meine Deutschnote vor allem, ja. Also drin ist Bergamotte, Salbei, Pfingstrose, Maiglöckchen, Jasmin, Sambac, Pleische, Schwertlilie, wow, Haitianische Vetiver, Vanille und helles Wildblätter. Boah, ja, das ist wie blumig, ne? Ganz ehrlich, ja, blumig ist es, aber ich habe... Hätten nichts davon singulär rausriechen können, außer Vanille vielleicht. Nee, für mich hat das alles sich zu einem Brei zusammengeworfen, der dann nach Aprikose oder Pfirsich irgendwie, ja, so gerochen hat. Hätte ich am ehesten erwartet. Aber schön, schöner Duft. Der ist gut. Also wenn man, ja, wenn man nicht so Legastheniker, Blumen-Legastheniker ist wie wir, der mit Blüten nichts anfangen kann in Parfüm, ja, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall ein Duft für euch. Ich kann nur was mit Blüten anfangen, die... aus dem Finanzwesen kommen, wenn du verstehst, was ich meine. Wow. Ja.
Tom Ford, Black Orchid. Der Michael Jackson. Das sagenumwobene Parfüm, ja. Richtig. Der das sagenumwobene Parfüm. Wir nehmen nochmal hier so ein Zettelchen. Ja. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Wie hat der Michael gerochen? Soll ich mal nochmal in Erinnerung holen? Das ist so der typische, du gehst in den Markt rein und es riecht überall so Duft. Ja, okay, das ist sehr interessant, weil ich hätte jetzt gesagt, denn dem Namen nach Orchidee, ja, ne, hätte ich jetzt nicht rausgerochen, aber doch, das hat was Blumiges, geht wieder in so eine Blumensüße, was, ja, ja. Ja, nicht so Zucker ist, sondern eher so fruchtig-blumig. Okay. Ja. Also, ich rieche den Yang Yang vor allem da raus, so ein bisschen. Ja. Also, ich wäre nicht drauf gekommen, aber wo ich es jetzt lese, dass es drin ist, da habe ich gedacht, ja, stimmt. Ja, gut, ja, die Assoziation kommt dann. Ja, sehr interessant. Aber auch kein Duft, den ich jetzt tragen würde, bei jemandem riechen würde oder so. Also, ich weiß nicht, auf die Neverland Ranch wäre ich da. Als kleiner Junge nett, gell? Gut, gut, lassen wir das. Wir hätten, alles klar. Wir haben noch einen Duft, Chloe Nomad. Den testen wir jetzt nochmal. Chloe kennt man. Nimmt man gerne mal mit für einen flotten 30er oder so bei dem Pferdemann. Glaube ich. So schaut es nämlich aus. Ja. Nomad. Ja. Der ist sehr angenehm. Angenehm ist der? Ja. Oh, riech mal. Hat auch wieder etwas Blumiges, etwas Blütiges. Oh, ist der schön. Mhm. Oh Gott, erinnert mich an Kindheit. Irgendwas war da. Also ich muss sagen, Easy bringt uns hier wirklich gerade die Welt der Blüten und die Welt der Blumen näher. Und ich meine, hat sie nicht sogar uns irgendwas mal in der Richtung angedroht? Angedroht. Sehr freundlich. Ja. Ich kann jetzt sagen, was drin ist. Ja. Einmal die Fräsie. Ah, die kenne ich. Alte Schulkameraden von Nack, Spaß. Genau. Erzähl weiter. Dann die Mirabelle. Auch nicht, nein, egal. Und der Eichenmoos. Ja, der das war der Bulli. Der Herr Eichenmoos. Der Herr Eichenmoos. Klar, der gleichzeitig auch der Bulli der Schule war. Ja. Und jetzt der Parfümeur, der wird dich begeistern. Quentin Bisch. Ja. Nein. Doch. Alter. Ja, ey, der macht, okay, der Beweis, Quentin Bisch kann nicht nur eines der besten Parfums der Welt, nämlich One Million machen, sondern auch noch sehr schöne Damendüfte. Der ist schön, der ist schön, der gefällt mir sehr. Der ist super. Und den müssen wir uns auch boxen. Schnick, Schnack, Schnuck, wieder bis drei. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck, 1-0 für mich. Schnick, Schnack, Schnuck, 1-1. Schnick, Schnack, Schnuck, Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack. Das war... Ja, 2-1 für dich. Ja, okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, hast auch... Schon wieder 3-1. Mensch, Julian. Ich hab mein ganzes gutes Karma habe ich verspielt letztens. Komm, reich mir mal die beiden ins Rücken. Wollen wir jetzt schon verteilen, ja? Ja. Wenn ich dir die beiden reiche, darf ich mir dann aber den nächsten aussuchen. Das war der bei Riedel, den du haben wolltest, ne? Den wollte ich noch haben und den Arte Olfato. Darum haben wir eben geschnick, schnack. Die beiden hatten wir gewonnen, genau. Verloren. Beiden. In dem Fall. Das ist natürlich dann auch, weil es dein Endgegner ist, darfst du den natürlich haben. Mann. Ich nehme mir dafür logischerweise den Black Opium. Ja. Dann tun wir schon mal die Motte verteilen, weil die logischerweise ebenfalls für jeden dabei ist. Dann wird es jetzt interessant. Du darfst das Russisch Yachten nehmen. Mache ich gerne. Dann will ich aber den Los Santos. Ah, du nimmst die ganzen guten Sachen raus, ne? Ja, ich mag den, der ist jetzt echt gut geworden. Gut. Darf ich mir die nächsten drei rausnehmen, damit wir auf Gleichstand sind? Ja. Ja, darfst du. Drei? Verdammt, ich dachte... Du Arsch, ey. Die nächsten zwei. Ich komm damit weg. Die nächsten zwei, du Drecksack, ey. Die sind gut, ey, die sind alle gut. Dann nehme ich die beiden. Okay, dann nehme ich den Noir da von Guess.
Ja, das war du klar. Darfst die anderen beiden. Ja, ich darf den Rest haben. Ne? Den Michael Jackson Duft und den Armaf, der uns beiden jetzt nicht so gut gefallen hat. Aber trotzdem schöne Düfte. Und wir beide kriegen selbstverständlich noch jeweils Süßigkeiten. Ich kriege aber dafür den Weihnachtsmann. Wusstest du, dass es einen Fußballer gab, der Teddy the Bear hieß? Das hast du mir mal erzählt, doch. Yes. Ja, so. Okay. Liebe Izzy, vielen Dank für die tollen Geschenke. Ja, auch von mir vielen Dank. Aus meinem Zuhause. Hat uns sehr gefreut. Dankeschön für das Päckchen. Und ich würde wirklich sagen, also das sind jetzt so die ersten Blumendüfte, die, wo ich mir auf jeden Fall mal die Parfumseite nochmal angucken werde. Ja. Hier könnten Referenzdüfte entstehen. Also ich bin am meisten begeistert von dem, natürlich den ich gewonnen habe, der, wie heißt der? Atasol Calar. Aber dass du den gewonnen hast, bist du aber echt undankbar. Calar de Sol oder so. Gesundheit. Der ist super. Auch der Byredo, Byredo heißt es ja eigentlich, ist sehr gut geworden. Kopfnote, naja. Und vor allem der Nomad von Chloe. Uiuiuiui. Mm. Der hat mich jetzt regelrecht weggefetzt. Ja. Ne? Ja. Also da Julian ja schon die besten beiden im Arena-Kampf gewonnen hat, also im Erwachsenen-Einverständnis meine ich damit, habe ich natürlich jetzt die Creme de la Creme nicht mehr bekommen. Wobei ich sagen muss, doch, ein bisschen schon. Nämlich der Magic Noir und hier der Divine, aber das russische Yachten, das russische Juchten mit dem Upsilon. Upsilon. Gefällt mir sehr gut. Und das Black Opium, auch eine sehr schöne Beigabe. Vielen lieben Dank, liebe Izzy, für dieses tolle Geschenk und für die Glückwünsche zu dem, Julian, was wir jetzt einleiten werden. Ja. In 3, 2, 1. Die Duftrebellen.